In naher Zukunft erwartet uns ein riesen Battlebit-Update. Wahrscheinlich sogar das bis zum jetzigen Zeitpunkt größte Balancing-Update in Bezug auf Waffen, Ausrüstung und Panzerung. Worum es genau geht, schauen wir uns heute hier in diesem Video an. Wenn du bis jetzt noch nicht abonniert hast, hol das auf jeden Fall nach, dann verpasst du zukünftig nichts mehr rund um Battlebit. Mich würde es auf jeden Fall riesig freuen, wir sind kurz vor den 1000 Abonnenten, wäre echt der Wahnsinn, wenn wir die bald knacken würden. Beginnen wir ganz vorne und als allererstes wird es der Assault-Klasse möglich sein, zukünftig die Waffen Honey Badger, Groza, P90, Aswal, MK20, M110, MK14 und die SVD zu spielen. Gerade die Möglichkeit, die P90 oder die Groza einzusetzen, ist glaube ich ziemlich interessant für viele der Spieler, macht die Klasse auf jeden Fall um einiges attraktiver und ich vermute, dass das auch der Sinn dahinter war, dass grundsätzlich mehrere oder auch andere Klassen gespielt werden als der Sanitäter. Dementsprechend wurde damit schon mal der erste Schritt gemacht in die richtige Richtung, indem uns hier Waffen ermöglicht werden, die man sonst eigentlich nicht einsetzen konnte, beziehungsweise die sonst von sehr vielen Spielern genutzt werden, aber das in Verbindung mit anderen Klassen, zum Beispiel dem Sanitäter in dem Fall. Für diejenigen zur Info, die jetzt nicht allzu häufig die Assault-Klasse gespielt haben, normalerweise hast du hier nur den Zugriff zu den Sturmgewehren. Die Assault-Klasse wird aber auch weiterhin noch verbessert und zwar besteht jetzt oder beziehungsweise zukünftig auch die Möglichkeit, die Ranger-Ausrüstung mitzunehmen. Auch das ist ziemlich praktisch, weil du dadurch einfach viel mehr Munition mit dir rumtragen kannst. Es geht weiter mit einer Waffe und zwar ist das wahrscheinlich die Sache, die sich alle Spieler gewünscht haben. Die Chris Vector wird verschlechtert. Hier haben wir es stehen, der Schaden von der Chris Vector wurde von 24 Damage auf 22 runtergesetzt, also benötigst du bei der Vector in Summe jetzt grundsätzlich eine Kugel mehr, um Gegner zu töten, sofern die entweder die leichte Panzerung bzw. die Ranger-Panzerung ausgerüstet haben. Hört sich auf jeden Fall anfangs nicht allzu viel an, man muss es praktisch austesten. Da die Chris Vector eine sehr hohe Feuerrate hat, macht eine Kugel natürlich nicht so einen Riesenunterschied, als wenn die Feuerrate jetzt ziemlich gering wäre. Das Ganze, wie gesagt, müsste man in der Praxis testen, sofern das Update dann online ist. Außerdem wurde der Damage Drop-Off angepasst, das bedeutet so viel, dass die Chris Vector auf weiteren Distanzen nicht mehr allzu viel Schaden machen wird. In der aktuell komplett overpowerten Version ist es nämlich so, dass dein Schaden erst nach 50 Meter weniger wird. Also umso weiter weg du Gegner anschießt, umso geringer wird der Schaden und das ist in dem Fall erst ab 50 Metern in der komplett overpowerten Version, also quasi in der alten Variante und nach dem Update wird es so sein, dass du mit der Vector schon ab 10 Meter weniger Schaden pro Kugel machst. Das ist auf jeden Fall eine Riesenveränderung und wird sich definitiv bemerkbar machen. Ich meine, es ist eine MP, sie soll im Nahkampf viel Damage machen, auf den weiteren Distanzen von der Vector weggelasert zu werden, ist natürlich nicht allzu schön, wenn du ein Sturmgewehr in der Hand hast und trotzdem irgendwie keine Chance hast. Weiter geht's dann mit dem Magazin. Das Standard bzw. Quick Mag hat ursprünglich 40 Kugeln gehabt, das wird runtergesetzt auf 36, sodass die Waffe auch relativ schnell leer geschossen ist. Als nächstes gibt es dann noch eine Anpassung beim Sanitäter und zwar wirst du zukünftig nur noch 3 C4s mit dir rumtragen können anstatt 4. Das ist auch eine kleine Änderung bzw. wird im Fight bei dem einen oder anderen doch schon einen großen Unterschied machen. Gerade weil du die C4s auch relativ häufig in den Nahkämpfen benutzt, sind sie dann entsprechend schneller aufgebraucht. Wie gesagt, die Anzahl wird runtergesetzt von 4 auf 3. Als nächstes gibt es dann noch einen Waffenbuff und zwar für die ACR. Hier hatte ich die einzelnen Werte gerade mal fix durchgerechnet und soweit ich das richtig gesehen hatte, wird das keinen großen Einfluss auf die Time to Kill haben. Du wirst noch immer genauso viele Kugeln benötigen, um einen Gegner zu töten, was aber im Endeffekt trotzdem bedeutet, dass du auf den weiteren Distanzen mehr Schaden machen wirst, weil der Damage Drop-Off dann nicht mehr so stark ins Gewicht fallen wird. So viel zumindest erstmal zur Anpassung des Schadens. Zusätzlich wirst du dich dann noch mit der Waffe etwas schneller bewegen können. Dann geht's weiter mit der AK-5C, auch die wurde verbessert. Du machst jetzt 34 Schaden anstatt 30. In Summe müsste das bedeuten, dass du einfach eine Kugel weniger brauchst, um einen Gegner zu töten. Der vertikale Rückstoß wurde verringert, genauso der horizontale, aber auch der First Kick, also sobald du den ersten Schuss abgibst, springt die Waffe nicht mehr so stark nach oben und ebenso lädst du mit der AK-5C jetzt nochmal ein Stück weit schneller nach. Ein Riesenbuff für diese Waffe, ich bin mal gespannt, wie die sich in Zukunft spielen lässt. Als nächstes geht es um die SG-550, da wurde der Muzzle Flash ein wenig verringert, finde ich persönlich, ist jetzt kein riesen Vor- oder Nachteil. Dann geht es weiter mit einem Fahrzeug, nämlich dem APC, da ist es jetzt so, wenn du mit dem RPG oder mit C4 dran gehst, du von hinten den doppelten Schaden machst.
Zu guter Letzt haben wir dann noch eine Riesenveränderung, die gerade das Leveln betrifft. Und zwar hatte ich vom Entwickler Oki gelesen, dass der sich eigentlich wünscht, dass die Leute auf höheren Leveln langsamer im Level voranschreiten. Das wird jetzt mit dieser Änderung hier bewirkt. Du wirst zukünftig ein Stück weit schneller leveln, dafür aber auf den höheren Leveln, sprich wenn du Prestige und so weiter bist, länger brauchen, um in den Rängen aufzusteigen. Das war's mit den ganzen Änderungen, die uns in Zukunft erwarten werden. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr davon so haltet. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.